Ich glaube, dass wir in der Tat in eine sehr gefährliche Situation geraten, weil diejenigen, die in Unternehmen Entscheidungen treffen, im Augenblick von der Annahme ausgehen müssen, dass sie nicht mit einem wettbewerbsfähigen Preis für Energie rechnen können, verglichen mit anderen Standorten, an denen sie auch investieren können. Und das ist in dieser Dimension neu und liegt daran, dass die Bundesregierung ein sehr enges Korsett geschnürt hat, welche Formen von Energie sie als Angebot nur noch zulassen will und damit diese Energie teuer macht. Unabhängig davon, ob jetzt wieder einer darüber nachdenkt, ob man Subventionen dafür bezahlen könnte, Stichwort Industriestrom oder anderes, was in der Diskussion ist, bedeutet das, dass diese Preise nicht verlässlich sind, weil sie nicht aus dem Markt kommen, sondern dann nur durch ein staatliches Gesetz, das kann man morgen früh wieder aufheben, dafür baue ich keine Investitionen. Und diese Grundsatzentscheidung der Bundesregierung, sehr ideologisch an das Stromangebot heranzugehen, führt zu einem Wettbewerbsrisiko in Deutschland und die Abschaltung der drei Kernkraftwerke ist dort ein Bestandteil. Im Augenblick würde ich jedenfalls sehr viele Fragen stellen. Ist das eindimensional, ich glaube, das soll man jetzt nicht übertreiben, Energiekosten sind ein sehr wichtiger Faktor. Die Produktivität im Land, die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer, die Erfahrung aus Forschung und Entwicklung, Projekte zu machen, die es in Deutschland gibt, ist nach wie vor sehr ungewöhnlich. Wir sind nicht eines der erfolgreichsten Länder der Welt, nur weil wir mit dem Energiepreis, der schon immer relativ hoch war, verglichen zu anderen, nicht umgehen können. Aber alles hat seine gefährlichen Grenzen und andere Länder fahren eine andere Strategie des Stromangebots der Zukunft. Also die Amerikaner geben jetzt sehr viel Geld dafür aus, dass sie Industrieunternehmen sich auf andere Techniken des Energieverbrauchs umstellen, machen aber die Energie selbst nicht teuer. Währenddem wir durchaus auch Unterstützung geben für die Umstellung von Energie, machen aber gleichzeitig die Energie teuer. Und damit sozusagen ist der eine Innovationsidee hat, an dieser Stelle darauf angewiesen, andere gute Gründe zu finden, die nicht Energie sind, hier zu bleiben. Und Energie ist nicht mehr neutral, also nicht besonders preiswert. Wegen Energiepreisen ist noch nie jemand nach Deutschland gekommen. Wir sind ein Land, das unsere Energie in irgendeiner Weise immer importiert hat und abhängig war. Aber es war nicht ein Hindernis, das so groß war, dass es andere Hindernisse gar nicht mehr brauchte. Jetzt ist es möglicherweise so, dass wir in der aktuellen Kalkulation von Unternehmen eine Situation sehen, dass alleine diese Unsicherheit der Energieversorgung, die durch Politik ausgelöst worden ist, dazu führen kann, dass Standortentscheidungen falsch im Sinne Deutschlands falsch getroffen werden, dass wir eher Arbeitsplätze und Industrie in Deutschland verlieren. Wir sind im Augenblick ein sehr erfolgreiches Land. Wir haben nach wie vor sehr viele gute Dinge anzubieten. Der schleichende Prozess des Verringerungs der Wachstumschancen ist im Augenblick viel stärker im Gange, als das vor einiger Zeit war. Das bedeutet, was daraus in den nächsten 10 Jahren wird, was wir ökonomisch gesehen am Ende sozusagen Potenzialwachstum nennen, also das, was möglich ist, wird nicht nur durch die Tatsache, dass wir eine älter werdende Gesellschaft schon ohnehin eingeschränkt, sondern wird im Augenblick durch die Art der Energiepolitik, die die aktuelle Bundesregierung betreibt, massiv weiter gefährdet. Das heißt, wir sind im Augenblick in einer ökonomisch gefährlichen Situation. Ich denke, dass mit dem Ukraine-Krieg sozusagen ein formales Datum, das wir alle in Erinnerung behalten werden, gesetzt worden ist, dass sich ganz vieles relativ schnell verändert im Vergleich zu den Rahmenbedingungen, die wir einmal erwartet haben. Und manches davon kann man da schon länger sehen. Auch das, was wir jetzt Deglobalisierung nennen, ist spätestens seit der ersten Wahl von Donald Trump sozusagen ein internationales Thema. Economic Nationalism ist ein Wort, das in Europa über Jahrzehnte nicht mehr bekannt war und heute eben einen wichtigen Teil der Überlegungen ausmachen muss. Insofern, wir müssen uns in eine neue Welt einsortieren. Und das bedeutet, was die internationalen Beziehungen angeht, wir werden schon
unterscheiden müssen, wo Investitionen und Handelsbeziehungen dauerhaft wirklich sicher sind. Aus meiner Sicht müssen wir im eigenen Bereich anfangen, um Europa in der Kernstruktur der Europäischen Union muss es eine Zone wirtschaftlich fester Verabredungen geben. Ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass wir Großbritannien, Norwegen, aber auch die Ukraine, die Türkei, Israel und in einer Perspektive der nächsten 20 Jahre die Staaten Nordafrikas in eine einheitliche, sozusagen wirtschaftlich Vereinbarungen treffende Zone integrieren müssen. Nicht in die Europäische Union alle aufnehmen mit dem Einstimmigkeitsprinzip, aber in einen europäischen Wirtschaftsraum, wie wir den historisch gekannt haben, wieder zu etablieren, um einfach die Chancen, die wir gerade aus Deutschland brauchen, Märkte, die sich auch entwickeln werden. Und viele der Märkte, die ich habe beschrieben habe, sind große Märkte zu machen. Wir werden anders mit Handelsstrukturen umgehen müssen in Asien, außerhalb Chinas. Und wir werden eine China-Strategie brauchen, die ja nicht bedeutet, China ist vorbei, sondern China muss man mit dem Risiko, dass dort auch Brüche entstehen können, vernünftig wirtschaftlich nutzen. Und wir brauchen China als Importeur und wir brauchen China als Exporteur, aber wir dürfen nicht abhängig werden davon und wir sind es oder einige Unternehmen sind es im Augenblick. Wir müssen halt im eigenen Land etwas tun, um Innovationen zu fördern. Und da ist die Energiepolitik neben der Bildungs- und Forschungspolitik eben sehr entscheidend unter dem Gesichtspunkt, dass wir die Optionen öffnen müssen. Ich sehe im Augenblick in der Politik zu viele Stellen, wo jeder erklärt, warum man das nicht braucht. Also Wasserstoff wird nicht für die großen Bedarfe der Wirtschaft gebraucht, weil der ist ja bei der Herstellung zu teuer. Kernfusion macht gar keinen Sinn, weil da wird ja mehr Energie eingesetzt, als herauskommt. Das sind alles Argumente auf dem Niveau von Kaiser Wilhelm beim Betreten des ersten Zuges unter dem Motto, ich bevorzuge das Pferd. Weil es Menschen dort gibt, die behaupten, sie wüssten, wie preiswert oder nicht preiswert E-Fuels, preiswert oder nicht preiswert Wasserstoffherstellung, leistungsfähig oder nicht Kernfusion in 5, 10 oder 25 Jahren ist. Meine These als ein marktwirtschaftlich orientierter Mensch ist, das weiß keiner. So wenig, wie ich 2001 mir vorstellen konnte, wie ich 2009 mit einem Smartphone umgehe. Ich habe keiner meiner individuellen Planungsprozesse, keiner der Dinge, wie man ein Land organisiert als Politiker, irgendwie damit in Verbindung gebracht, welche Bedeutung heute Internet, künstliche Intelligenz und anderes haben wird. Ich wusste es nicht und ich glaube, keine Regierung weiß, wie 2035 die Welt ist. Aber wir haben in Deutschland eine Regierung, die gesagt hat, nur Strom darf in Zukunft zur Kraftnutzung und zur Betrieb von Anlagen und Technik in Deutschland eingesetzt werden. Alles ist Strom. Das ist die These von Herrn Greichen und all denjenigen, die da jahrelang darüber gebrütet haben. Und das ist nur eine Meinung. Das ist nicht das Ergebnis rationaler Überlegungen für die Zukunft, sondern das ist die Diktatur einer bestimmten Position. Und das macht die Wirtschaft wenig wettbewerbsfähig, weil der ganze Wettlauf um CCS, also das Einsparen von Carbon, der ganze Wettlauf um billigeres Wasserstoff, um andere Speichermöglichkeiten von Wasserstoff, ob das Ammoniak ist, ob das andere Übertragung ist, die ganze Debatte über die Frage, kann man mit Sonne E-Fuels machen, die findet an allen anderen Plätzen der Welt, aber nicht in Deutschland statt. Und das ist das Problem der Wettbewerbsfähigkeit. Am Ende brauchen wir wieder preiswerte Energie. Und wir sind im Augenblick auf dem gegenteiligen Weg, weil wir glauben, nur Windräder und Sonne machen preiswerte Energie. Nein, das halte ich für einen Gegensatz, den ich glaube, dass er in dem letzten Jahrzehnt ein relevanter war und dem auch meine eigene Arbeit und vielleicht die meiner politischen Freunde in der Union gelegentlich miterlegen waren, wie Sozialdemokraten zu sagen, es gäbe diesen Gegensatz. Dieser Gegensatz ist falsch. Das haben wir, glaube ich, heute gelernt, dass wir im Jahre 2045 keine fossilen Energien mehr einsetzen wollen. Und auch ein Anstreben haben, das ein paar Jahre früher möglicherweise schon zu erreichen, weil das gut wäre, ist nach meinem Gefühl unstreitig. Die Behauptung derer, die im Augenblick die Politik definieren, es gebe nur einen Weg dafür, die ist nach meiner Einschätzung falsch. Sie ist aus zwei Gründen gefährlich. Erstens, weil sie das Risiko hat, wenn man mit diesem Weg nicht zum Ziel kommt, ist man gescheitert und hat das Wissen und Können alternativer Wege gar nicht exploriert. Und das zweite, vielleicht größere Problem ist, es ist ein deutscher Sonderweg. Alle anderen versuchen alle anderen Wege.
Also wenn dieser eine Weg scheitert, werden alle anderen uns Techniken anbieten können, wie wir unser Problem lösen können. Aber wir selbst haben uns aus dieser Welt verabschiedet. Und da liegt nach meiner Ansicht die eigentliche Gefahr, dass man hier den einen Schritt vor dem anderen macht und damit sich abkoppelt von Entwicklung. Das gilt sowohl für die Übergangsenergie, Kernenergie. Das gilt für die Frage, ob man nicht Wasserstoff am Anfang auch mal nicht nur mit regenerativen Energien herstellt, sondern erstmal das Land mit Wasserstoff überflutet, woher auch immer der kommt in der Welt, mit welcher Technik auch immer der erzeugt wird und ihn in jeden Haushalt bringt. Und dann sagt, und jetzt werden wir incentivieren, dass der immer grüner wird Jahr für Jahr, anstatt jetzt zu diskutieren, wir können das Erdgasnetz stilllegen, weil Wasserstoff ist ja keine Technologie, Erdgas darf nicht mehr sein. Wir haben das beste Pipeline-Netz der Welt und es gibt eine Regierung, die gerade darüber redet, es stillzulegen. Das ist sehr gefährlich. Das kommt natürlich, wenn ich nur einen Weg habe und viele Menschen sagen, der Weg ist vielleicht nicht der meine, muss ich sehr viele Menschen zwingen. Also die Logik einer ideologischen Ausrichtung auf ein Ziel, von dem die Beteiligten, was ich ja persönlich respektiere, ja überzeugt sind. Ich sage ja nicht, dass das Menschen sind, die Scharlatane sind, die den Bevölkerung etwas erzählen, was sie selber nicht glauben. Das ist nicht mein Ansatz. Und ich glaube, es gibt dort eine Gruppe, gerade im heutigen Bundeswirtschaftsministerium, in der grünen Welt, in der Agora-Energiewende-Struktur, im Öko-Institut, die sich seit 20 Jahren auf die Antwort festgelegt haben, es ist nur der Strom. Und die jetzt sagen, wir dürfen nicht zulassen, dass Ressourcen für alternative Gedanken verschwendet werden. Wir haben nur die eine Option und die werden wir im Zweifel mit Zwang durchsetzen. Wenn ich so denke, dass ich sage, ich habe festgestellt, es gibt keine Alternative zu meinem Weg, ist jede Form von Markt und Wettbewerb eine Bedrohung. Und damit lasse ich den Markt nicht mehr zu, weil das ja ein Irrweg ist, sondern setze mit Geboten und Verboten, notfalls auch mit wirtschaftlicher Förderung, meinen Weg durch. Und dass das dann der Weg ist, den niemand auf der Welt so mitgeht, sondern den man ganz allein geht, beginnt an einem gewissen Punkt offensichtlich niemand mehr zu interessieren. Aber unser Ausgangsgespräch war über die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und Europas. Wenn man sagt, man setzt nur auf eine Karte und deren Realisierungschance im Zeitrahmen ist noch sehr at risk, dann ist man eben in einer Situation, dass man den Standort gefährdet. So ist das halt. Ich bin da hin und her gerissen, weil das ja eine sehr, sehr vielschichtige Frage ist. Also zum einen, auch die Amerikaner haben jetzt einen Weg gewählt, den die nächste Generation bezahlt. Also die 1,3 Billionen US-Dollar und alles andere sind ja nichts als Schulden. Davon gibt es keinen Cent. Das ist nichts, was ich sehr sympathisch finde. Es ist aber auch, muss man fairerweise sagen, eine Entscheidung, die der amerikanische Präsident getroffen hat, in einer sehr radikalen Umkehr in einem Land, das selbst im Vergleich zu uns auf ökologische Elemente in den letzten Jahrzehnten gar keinen Wert gelegt hat. Das heißt, wenn man in den Pariser Klimaprozess zurückkehren will, was das jetzige Ziel der Amerikaner ist, dann ist das gut für die Welt und auch gut für uns. Wenn, und insofern dieser Inflation Reduction Act, der alles ist als ein Inflation Reduction Act, der ist ein ökonomisches Programm, incentiviert Menschen relativ schnell in neue Technologien umzusteigen. Und das ist nicht falsch. Der IRA hat einen erheblichen protektionistischen Anteil. Der ist nicht nur unnötig, sondern auch aus meiner Sicht im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika auf Dauer nicht klug. Der schadet vielleicht auch uns oder er motiviert uns in Europa auch sowas zu machen. Also die Entglobalisierung wird im Augenblick durch Amerika beschleunigt. Und ich glaube nicht, dass das im Interesse der Amerikaner ist, schon gar nicht in unserem Interesse. Und wenn man mal behauptet, man könne objektiv denken, auch für die Welt objektiv nicht gut. Aber die Impulse, die gesetzt werden, die muss man ernst nehmen. Unternehmen, die in Zukunft in Amerika neue Anlagen bauen und das Kohlendioxid sofort aus der Luft holen, es gar nicht zum Schaden werden zu lassen und daraus einen Rohstoff machen, den sie in Zukunft benutzen können,
Die haben jetzt eine schnelle Investitionschance und die werden es machen. Das heißt, wir werden den Rohstoff CO2, in welcher Form, verpresst, genutzt, verarbeitet, in Zukunft sehr schnell in Amerika sehen. Und wir in Deutschland haben die Forschung dafür eingestellt. Wir haben nichts an rechtlichen Voraussetzungen. Im Gegenteil, im Augenblick ist es objektiv verboten, das in Deutschland zu machen. Jeder, der einen E-Fuel produziert in Amerika, wird in Zukunft sehr schnell wirtschaftliche Vorteile haben. Und das heißt, sie werden die in den Markt bekommen. In meinem Heimatland Hessen, hier in Darmstadt, ist eine E-Fuel-Tankstelle gerade der Betrieb verboten worden, weil die Regierung der Meinung ist, wenn man sowas schon mache, dann nur als Versuch und dann brauche man es auch für ein Flugzeug. Es darf auf keinen Fall in ein Auto gefüllt werden. Also diese ganzen Planungsgedanken kommen dort nicht vor. Und die modernen Energieformen, Produktionsformen werden eben sehr einfach genehmigt. Es ist halt verlässlicher, einen einfach Tax Credit zu bekommen, also einen Steuererlass, wenn ich nachweise, dass ich eine Anlage gebaut habe, als in Deutschland und Europa einen beihilfeverfahrensfähigen Förderantrag zu stellen, der von einer Regierung, hopefully gemeinsam mit der KfW, innerhalb von 9 Monaten oder 18 Monaten entschieden wird. Das heißt, es gibt sehr kluge Elemente in der amerikanischen Politik, aber es ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube, dass ein Kardinalfehler von dem, was Herr Habeck im Augenblick macht, ist, dass mit den Mechanismen, die er anwendet, er in einer demokratischen Gesellschaft sehr viele Menschen gegen seinen Weg solidarisiert. Weil in Demokratien ist es ein gutes Recht jedes Einzelnen, beim Wählen auch an sich selbst zu denken. Und wenn dieses Sich-Selbst-Denken reduziert wird auf ganz klare ökonomische Fragen, wenn ich ein Haus besitze und jetzt sagen muss, ich brauche möglicherweise 40, 50, 60.000 Euro in den nächsten Jahren für eine energetische Umwandlung, das heißt, ich kann keine neue Waschmaschine kaufen, ich fahre weniger in Urlaub und fühle mich damit meiner Freiheit eingegrenzt, mobilisiere ich sehr stark. Und diese Widerstände hat er geweckt. Das muss Politik gelegentlich tun. Wenn wir ehrlich miteinander umgehen, würde ich heute sagen, dass hätten wir einen fairen CO2-Preis zu früherer Zeit begonnen, wäre er nicht so radikal, wie er jetzt werden muss. Und der CO2-Preis muss kommen und er muss steigen und er ist auch nicht angenehm für die Bevölkerung. Aber aus meiner Sicht wäre es ein vernünftigerer Weg, auch in der Demokratie eben zu sagen, wir zahlen ein Klimageld. Das heißt, gerade Menschen mit geringerem Einkommen bekommen einen Staatszuschuss in Form von Steuerrückzahlungen oder von Subventionen, wenn sie gar keine Steuern zahlen, um zu verkraften, dass Produkte, die mit Energiekosten verbunden sind, teurer werden. Denn das müssen sie, sonst können wir das Ziel einer ökologischen Veränderung nicht erreichen. Der Weg, der dort jetzt gegangen ist, führt zu so vielen Hürden, was alles nicht geht, was alles nur durch Schulden geht, dass das Vertrauen, dass man damit einigermaßen sauber umgehen könne, in der Bevölkerung zunehmend schwindet. Und wir ja in den letzten 1,5 Jahren schon sehen, Herr Habeck und seine Politik überfordert staatliche Organisationssysteme. Also ja, das begann ja bei banalen Dingen. Wenn man in Deutschland mal 200 Euro für Studenten an Energiegeld auszahlen will, stellt man fest, dass man gar keine Adresse hat, wo man einem Studenten was hinzahlen kann. Wenn man eine Rückzahlung geben will, Stichwort Klimageld, das in vielen Ländern der Welt inzwischen eine Überlegung ist, dann wissen wir, dass unsere Bundessteuerämter gar keinen Konten haben, auf denen sie bei den Bürgern das zahlen können. Das wird in 2, 3 Jahren anders werden. Aber wir sehen, wenn der Staat anfängt, alles in die Hand zu nehmen, sieht er schnell auch seine Grenzen. Und an dieser Stelle glaube ich, dass das falsch ist und ja wieder nur unter dem Thema möglich ist, dass ich halt, koste es, was es wolle, eine bestimmte Strategie der Monopolisierung des Stroms als Energielieferant durchsetzen will. Und das macht Leute nervös. Wenn das dann zusammenkommt mit der Sorge, dass nicht nur mein Budget in Gefahr ist, sondern auch das ökonomische Budget des Landes, also dass der Wirtschaftsstandort verliert und ich selbst verliere, dann wird das zu einer Mischung, in der es keine Wählerzustimmung mehr gibt. Politik muss halt eben werben für Klimapolitik, die Wähler verkraften. Und das geht nicht mit dem Holzhammer, der da im Augenblick geschwungen wird. Und das kann man ja auch in demoskopischen Ergebnissen dann sehen. Der Einfluss des Staates ist deutlich zu groß. Wir haben heute einen zu großen Anteil der staatlichen Ausgaben an dem Gesamtvolkseinkommen, das wir haben.
Das kann man in Krisenzeiten, Stichwort Corona oder anderem, selbstverständlich legitimieren. Dafür ist unser Wohlstand auch da. Aber das ist auf eine längere Sicht schwer verträglich, weil all das Geld, was der Staat und seine Behörden ausgeben, steht nicht mehr den Bürgern zur Verfügung, Konsum zu machen und nicht mehr der Wirtschaft zur Verfügung, neue Ideen zu implementieren. Und das Zweite ist, wir bekommen eine Regulierungsdichte, die kein Mensch mehr überschaut. Wenn wir sehen, was allein in den Umweltregulierungen an Detailsteuerung aus Europa kommt, die sogenannte Taxonomie, bei dem sozusagen jede Maßnahme bewertet wird, aber nicht nur jede Maßnahme bewertet wird in einem berechenbaren Schema, sondern natürlich politisch beeinflusst ist. Da wird dann entschieden, ob Gas oder Atom grün oder nicht grün ist. Da die 600 Seiten, die dann eine technische Kommission ohne Kontrolle des Parlaments erarbeitet hat, hat inzwischen tausende von Seiten von Ausführungshinweisen und Interpretationen, wie das gemeint ist. Jetzt brauchen wir dringend Waffenproduktion für die Ukraine, aber die Unternehmen sagen jetzt, wir kriegen keinen Kredit von der Bank, weil wenn die Bank uns einen Kredit geben würde, damit wir die Fabrik erweitern, dann verliert die Bank ihr Rating bei der BaFin und muss mehr Eigenkapital hinterlegen, weil sie das gemacht hat, was die Bundesregierung wollte. Das ist die Folge, wenn man zu detailliert immer mehr staatliche Regulierung macht und Wirtschaft lenkt, dann verliert der Staat schnell die Übersicht. Und wenn der Staat die Übersicht verliert, bedeutet das, es kostet Zeit. Ja, ein Beamter, der nicht mehr weiß, was er genehmigen soll, erteilt einfach keine Genehmigung. Wenn man eine Genehmigung braucht und sie nicht bekommt, kann man nichts tun. Würde es die freie Wirtschaft sein, mein langjähriger Freund und Kollege Heinz Riesenhuber, der einmal Forschungsminister war, hat, wie ich finde, mal den wichtigen Satz gesagt, der wichtigste Beitrag des Staates ist, den Menschen nicht beim Arbeiten dauernd im Wege zu stehen. Und wenn das sozusagen die Grundphilosophie ist, dann ist dieser Staat im Augenblick so bullig mitten im Weg für alle Aktivitäten, dass er selbst beim besten Willen gar nichts Böses unterstellt, am Ende einen negativen Effekt haben wird, indem Leute nichts mehr tun, weil alle in eine Richtung zu treiben für keinen der Beteiligten effizient ist. Und deshalb, wir brauchen wieder mehr Marktwirtschaft, wir brauchen ein bisschen Optimismus, dass die Leute das Richtige machen. Wir müssen auch mal hinnehmen, dass da was nicht so gut läuft, wie man dachte und dann nachträglich reguliert wird, aber nicht alles vorausdenken, alles planen, alles genehmigen lassen, und Menschen, die eine innovative Idee haben, damit wohin treiben, wo sie das können. Und es gibt genug Plätze auf der Welt heute, wo man das kann. Das war früher mal anders. Nicht? Wir sind nicht der einzige Platz auf der Welt, wo man moderne Entwicklungen haben kann. Da gibt es ganz tolle andere. Und deshalb müssen wir das anders machen. Ja, natürlich. Ich meine, wir sind doch nicht am Ende. Es ist doch eine völlig falsche Wahrnehmung, wenn wir jetzt als Deutschland anfangen würden, die Hände vor dem Kopf zusammenzuschlagen, weil wir keine Zukunft haben. Aber die Zukunft muss man halt gestalten. Und das ist heute auch notwendig, sensibler zu machen, mit weniger Arroganz zu machen über potenziellen Wettbewerb. Die Optionen von Menschen, die bei uns im Land arbeiten wollen, ist auch eine, die bedeutet, man kann auch im Ausland attraktiv arbeiten. Menschen aus dem Ausland, die wir anwerben wollen, können auch an anderen Stellen arbeiten. Startups, die hier in Berlin gegründet werden, wo eine schöne Startup-Szene entstanden ist, werden eben sehr oft geködert, in der nächsten Runde nach Amerika zu gehen, weil der Markt größer ist, weil die Finanzierung einfacher ist, weil der Mut der Beteiligten ist, weil das Arbeitsrecht einfacher ist, weil wenn man einen Gewinn macht als Investor, mehr davon behalten darf, weil man ja auch das Risiko trägt, ihn zu verlieren. Da ist jede einzelne Schraube nicht die entscheidende, aber die Summe von all denen führt dazu, ob wir ein einladendes Land sind für Leute, die neue Ideen haben oder nicht. Und das muss man kombinieren mit Forschung, Entwicklung, mit Ausbildung. In Deutschland sind im Augenblick zu viele junge Menschen, gerade mit Migrationshintergrund, nicht gut genug ausgebildet. Daran scheitern wir. Das wird auch Geld kosten. Das ist aber auch der Grund, warum wir nicht endlos Migration zulassen können, weil Migration zu einem Gewinn für die gesamte Gesellschaft, die Zuwanderer und die Menschen, die zuvor hier lebten, zu machen, ist eine teure Veranstaltung. Und wenn man die nicht ernst nimmt, hat man am Ende Menschen, die sozusagen nur auf die Sozialsysteme verwiesen sind. Das gibt neue Unruhe und keine Produktivität. Auf gar keinen Fall. Man kann natürlich eine Politik machen, die am Ende auch zu so einem absurden Ergebnis führt. Aber das würde ich jetzt auch gar nicht voraussagen wollen. Die entscheidende Frage, die wir uns in Deutschland stellen müssen, in diesem Geiste Ludwig Erhards, ist,
ob wir den Mut haben, sozusagen zuzulassen, dass die freie Entwicklung von Kräften den größten Wohlstand produziert. Und wir müssen uns auch immer klar machen, Ludwig Erhard, wenn man sich auf ihn bezieht, war nicht jemand, der einfach gemütlich daherkam und alle waren glücklich, dass er ihnen gesagt hat, wie es geht. Sondern auch im Jahr 1948, also jetzt 75 Jahre zurück, wir feiern ja das Jubiläum der Währungsreform in diesem Jahr, sind ganz, ganz viele Wissenschaftler und ganz viele Politiker der Meinung gewesen, dass die Freigabe der Preise, also das nicht mehr staatliche Einfluss nehmen auf die soziale Stabilität, dass das der Wahnsinn sei. Die Amerikaner waren nicht der Meinung. Sie wollten es eigentlich verbieten, mehrfach verbieten. Und Ludwig Erhard war auch unter Feuer, weil wenn man die Preise freigibt, steigen die erstmal. Die sinken ja nicht als erstes. Und dann entsteht eben Angebot, weil die Preise gut sind. Und wenn genug Angebot da ist, dann sinken die Preise und alle können es auf einmal haben. Und Gott sei Dank hat das in 3-4 Jahren geklappt, über eine sehr kurze Zeit allen in Deutschland zu zeigen, wenn die Preise nicht mehr vom Staat reguliert werden, geschieht mehr Gutes. Und Wohlstand für alle bedeutet, die Hauptprofiteure sind nicht die vermeintlich Reichen, die es selbstverständlich gibt. Wenn es keine Menschen mehr gibt, die ganz viel Gewinn machen, gibt es auch keinen, die sozusagen die soziale Sicherung bezahlen können. Aber im Durchschnitt steigen die unteren Einkommen besser. Die Stabilität und die Chance, an der Gesellschaft teilzunehmen, wird in einer solchen Gesellschaft schneller erreicht. Und das gilt für die Preise. Auch da sind wir ja kräftig dabei, sie überall zu regulieren, nicht? Also ein Industriestrompreis, ein Gaspreisdeckel, was auch immer, sind alles Preisregulierungen gegen den Markt. Teilweise ziemlich unsinnig. Wir haben beim Gaspreis gesehen, diese ganzen Regulierungen waren zum Schluss unnötig, weil der Gaspreis von selber wieder in eine vernünftige Dimension gekommen ist. Aber je mehr ich das auch für Technologie mache, indem ich auch Regulierungen bei Technologie habe, je mehr ich das für Genehmigungsverfahren mache, indem ich immer detailliertere Genehmigungsverfahren habe, umso mehr Teile mache ich langsam. Und je langsamer ich sie mache, umso weniger Wohlstand gibt es im Land. Und weniger Wohlstand im Land trifft meistens nicht die Reichen. Die Reichen können sich den Wohlstand irgendwo auf der Welt erarbeiten oder behalten. Die durchschnittliche Bevölkerung kann seinen Wohlstand nur durch Arbeit im eigenen Land erreichen. Und wenn diese Arbeit weniger wird und weniger wert wird, ist Wohlstand für alle gefährdet. Insofern Freiheit, marktwirtschaftliche Ordnung und Wohlstand, gerade für diejenigen, die nicht zu den Privilegierten gehören, sind eben Dinge, die untrennbar verbunden sind. Und sie sind ja ein Stück die Mission Ludwig Erhards und auch derer, die heute in einer Institution wie der Ludwig Erhard Stiftung von mir repräsentiert arbeiten.